Und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin's, euer Motoren-Alkut, und heute ist der RS7 hoffentlich vollständig. Im letzten Video habt ihr ja gesehen, wie er angesprungen ist. Und das lief auch eigentlich besser als gedacht. Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Ich dachte echt, dass irgendwo entweder nicht auf allen Zylindern läuft oder irgendwie Ölundichtigkeit, Wasserundichtigkeit. Aber es hat eigentlich alles gut funktioniert. Jetzt muss ich hier noch die Front umbauen und 1000 Kleinigkeiten. Also das Auto sieht erstmal relativ, ja, schon auf einem guten Weg aus. Relativ komplett. Aber es fehlen natürlich noch tausende Kleinigkeiten. Ihr seht es schon, die Stoßstange fehlt zum Beispiel. Ne, Phil? Bandprobefahrt. Endlich ist Phil wieder da. Bandprobefahrt. Ach, weiß ich noch nicht. Du bist natürlich heiß. Ja, jetzt. So am besten, ne? Einmal auf den Hof ein paar Donuts gehen. Genau. Ja, stimmt. Wir haben auch draußen wunderschönes, wie sagt man, Alpenwetter, ne? Winter Wonderland. Irgendwie in Hamburg ist komplett Regenkatastrophe. Da liegt gar nichts, oder? Nee. Bei dir auch nichts. Aber wenn man hier mal rausluschert, guckt euch das mal an. Also, wenn das Wetter nicht nach Quattro streit, dann weiß ich auch nicht, ey. Subaru-Season. Subaru-Season. Ja, wir sind gestern noch eine Runde gedreht. Moin, hallo. Erlaubnis dafür. Wir geben jetzt hier mal die Drift-Challenge frei auf dem Land hier. Oberflächen, ne? Lackierung und sowas. Wir erschaffen Oberflächen mit Leidenschaft, genau. War ganz witzig. Ja, apropos Stoßstange, ne? Da seht ihr sie schon. Und was fällt euch auf den ersten Blick auf? Sie ist neu lackiert. Vom lieben Chris, ne? Unbezahlte Werbung hier für Ladentin. Hat er wirklich schick gemacht. Diese seitlichen Gitter hat er noch schwarz-glanz gemacht. Die waren vorher so, ja, billig plastikfarben. Und hier die Carbon-Einsätze auch nochmal mit Klarlack versehen, weil die war ja wirklich sandgestrahlt. Die sollte in diesem Video dann auch mal ran. So, aber als erstes muss ich hier erstmal mein Chaos aufräumen, weil ich habe das hier hinterlassen wie echt der letzte Mensch. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Ich muss hier wieder ranklotzen. Traurig. Ja, man denkt jetzt, ja komm, hier Stoßstange, Scheinwerfer, ne, da mal eben reinsetzen und so. Aber es ist viel Kleinkram und viel, die kleinsten Sachen können hier richtig nervig sein. Und du musst die ganze Zeit noch den Reparaturleitfaden lesen. Den muss ich die ganze Zeit befolgen, alle Drehmomente einhalten, ne? Für jede T30-Schraube. Und du hast viele abgerissen, ne? Ach so, ja, unter Bodenschutz, komplette Katastrophe. Ich glaube, da sind insgesamt 4 Schrauben abgerissen. Ja, also Sachen, die halten natürlich auf, ne? Aber gut, ich versuche das heute durchzuziehen. Spätestens morgen, denke ich mal, wird er bereit sein, ne? Heute. Ja, Phil, setz mich nicht unter Druck. Damit kann ich nicht umgehen. Das ist perfektes Wetter für das Ding. Perfekt für Weiterrosten des Fahrschemels. Ja, komm, da ist Hopfen und Malz verloren. Da können wir jetzt auch mit 200 bei minus 5 Grad über die Bahn kacheln. Das ist ganz normal. Das stimmt. Ja, was gibt's noch zu sagen? Genau, Wasser musste ich einmal auffüllen. Hat er sich ziemlich leer gesogen. Also 10 Liter reichen bei Neubefüllung nicht, ne? Für alle Leute, die auch am RS7 oder RS6 schrauben. Und den Motor kurz geswappt haben, ne? Ja. Laut Serviceplan gehören hier bei Filterwechsel 8,5 Liter rein. Ich habe 9 reingepackt, weil ich dachte, lieber ein bisschen mehr, weil sich alle Kanäle ja befüllen müssen und so. Aber selbst das war zu wenig, weil der Ölkühler hier, der ist auch ein ganz schöner Oschi, der hat sich ziemlich viel gezogen. Deswegen habe ich jetzt nochmal, ja, fast einen Liter raufgekippt, weil er hat es mir dann im Kombi-Instrument angezeigt. Das Witzige ist, wo ist der Peilstab? Haben wir schon vergeblich gesucht. Mhm. Und die Messung kann erst passieren, wenn das Auto betriebswarm ist. Oh. Ne? Das heißt, du musst ihn zwangsweise laufen lassen. Und da musst du 2 Minuten warten und dann zeigt er dir an. Und dann hat er mir angezeigt, Ölstand zu wenig, bitte Motor ausschalten. Aber ich denke mal nicht, dass es dem geschadet hat. Ich habe ihn ja nur im Leerlauf laufen gelassen. Okay, gut. Dann geht's jetzt an Schraubi. Schaut bei Phil vorbei. Doch, jetzt mal wirklich. Also das Ding, das macht mich so passiv-aggressiv, also nicht Phil, aber dieser BMW, wie er da steht, weil er läuft einfach nicht. Falls irgendein BMW-Profi unter euch ist, der sich gut mit 325 E36 ohne Warnos auskennt. Der einfachste Motor, den es eigentlich gibt. Ja, dann guckt euch das letzte Video bei Phil an und dann schreibt mal irgendwas Schlaues rein, weil das liegt mir jetzt auch ein bisschen am Herzen. Gut. Und danke für den ganzen Support unter dem letzten Video. Das hat mich wirklich gefreut. Und mich freut es natürlich auch, dass der Motor läuft. Es kann jetzt nur noch bergauf gehen, oder? Chat?
Und wieder ein weiterer Tag hier im Motoren-Alkut Headquarter. So langsam sieht das Ding wieder richtig wie ein Auto aus. Und ich bin echt glücklich, muss ich sagen. Ich bin echt happy, dass jetzt mal vielleicht die Reise ein Ende hat mit dem süßen Schätzchen. Guckt euch das an. Spaltmaße richtig schick. Lackton hat Chris auch richtig gut getroffen. Sieht richtig gut aus. Die Dinger schwarz-hochglanz gemacht, habe ich euch, glaube ich, alle schon gesagt. Und Carbon auch wieder mit Klarlack überzogen, ne? Weil da waren ja überall Steinschläge. Und jetzt, Alter, also ich kann es echt kaum erwarten, das Ding endlich wieder auf der Straße zu sehen. Ich bin ziemlich hyped, ich habe richtig Bock. Ich habe unten jetzt noch ein bisschen was entrostet, muss da gleich noch Rostschutzfarbe drauf machen. Ich weiß, es klingt immer so komisch. Ich stelle mir es mal vor, wenn jemand das gerade neu in die Videoreihe kommt und dann so denkt so, was? 2014er R7 entrosten? Warum das denn? Ja, es ist leider so. Und das kostet leider auch ein bisschen Zeit, mit der Drahtbürste da mal längs zu gehen, Rostumwandler einwirken lassen, dann Rostschutzfarbe. Ja, so, wollte ich noch irgendwas sagen? Nee, ich glaube, ihr habt alles hier im Zeitraffer gesehen, ne? Hier habe ich vorne wieder alles so zusammengebaut. Ja, ich weiß, ist ein bisschen dreckig. Ich lasse das Auto einfach einmal aufbereiten bei irgendwem, inklusive Motorraum. Ja, die Lüftungsabdeckung plus Scheibenwischer und so weiter. Hier der Wischwasserkasten. Alles drin, alles dran, alles schick. Jetzt muss ich mich noch am Unterboden des Autos ein bisschen drum kümmern. Wie gesagt, um Rost, Verkleidung, abgerissene Schrauben. All so ein Kram, der halt leider anfällt, wenn so ein VAG ein bisschen gammelt. Es ist Samstag, das heißt, heute ist leider keiner in der Halle. Gestern haben mir noch Nico und seine Schwester und Nichte geholfen bei der Stoßstange. Das war ein bisschen kniffelig, weil da ganz viele Stecker, ganz viele Sensoren. Das Auto ist ja ziemlich voll ausgestattet mit Abstandsradar an beiden Seiten. Das sind diese komischen Euter. Dann Nachtsicht ist das, glaube ich. Und hier vorne 360-Grad-Kamera, PDC-Sensoren. Also da gab es ein paar Stecker, die gefunden werden mussten. Und auch, ja, ist auch egal. Ich schicke euch jetzt wieder in den Zeitraffer. Ich weiß auch gerade gar nicht, was ich sagen soll. Neue Batterie habe ich noch bestellt. Ich bin auf der Zielgeraden. Ich denke, heute wird das Auto das erste Mal rollen, würde ich sagen. Okay, bis gleich. Tschüss. Gerade eben das Verstrebungsblech hier anbauen. Das liegt da hinten, zum Versteifungsblech, was hier drunter kommt. Aber dann ist mir eingefallen, ich habe doch Getriebeöl bestellt für einen Getriebeservice, weil ich weiß ja nicht, wie lange das Getriebeöl da drin ist. Und das wollte ich jetzt nochmal wechseln. Dafür muss wieder hier der Getriebehalter runter, Ölwanne ab, Filter wechseln und so weiter. Und Befüllbohrung habe ich mich erstmal dusselig gesucht, aber die ist hier oben. Und bei irgendeiner gewissen Temperatur soll das dann da rauslaufen, ne? Nachdem man alle Gänge einmal durchgeschaltet hat. Ja, und das Prozedere machen wir jetzt mal. So, Getriebehalter und ein paar andere Halter abgebaut. Jetzt gucken wir uns als erstes mal das Getriebeöl an, wie es so aussieht. Gibt meistens schon eine gute Aussagekraft darüber. Oha, schwarz. Schwarz wie meine VAG-Seele. Ne? Das wird auch mal nötig. Als nächstes Wanne ab und Filter angucken. Und dann den Pierre-Test machen, ne? Aus welchem Baujahr ist der Filter? Wann wurde das letzte Mal der Service gemacht? Spannend. Öl abgelassen. Und zwei Schrauben von der Wanne habe ich übrig gelassen. Die kommen neu, deswegen können die auch in Müll. Aluschrauben sollte man immer erneuern. Jetzt gucken wir uns das mal an. Ja, war schon ein bisschen länger drauf. Ein bisschen länger her, der letzte Service. Schön, oder? Ist doch immer wieder toll. Und hier sehen wir schon, guck mal, das sieht doch nach Metallspänen aus. Oh ja. Ja? Oh ja, das war jetzt aber auch nötig. Guck dir das mal an. Oder, Lukas? Das lohnt sich, ne? Ja. Metall- und Kupplungsabrieb. Das sieht echt nicht so gut aus. Und hier sind die Magnete. Guck mal, wie voll die sind. Alter! Siehst du das? Ja, zeig nochmal. Bei dem hier? Ja, ja. Ja, das ist alles abgekriegt. Alter. Was sagt der Chat dazu? Als nächstes Getriebeschaden, ne? Muss ich wieder alles rausziehen. Yippie! Austauschgetriebe von eBay dann. Ja, vielleicht steht da ein Datum drauf. Bin ich echt mal gespannt. Und dann kommt das hier in unsere Wasserstrahlkabine, ne? Zum Saubermachen. Na, komm mal her, Moment.
Wer kennt eigentlich noch Momme? Ist jetzt die Frage, ne? Die OGs vielleicht. Die OGs, ja. Jetzt gucken wir mal. Wo könnte sich ein Datum befinden? Vielleicht hier, wo was steht. Made in Germany, schon mal schön. 23.13. Ist das... Heißt das schon was? 23.13, 2013, 23. Woche? Könnte sein, ne? Könnte sein, ne? Welche Erstzulassung ist der Wagen? Ja, 14, ne? Erstzulassung 14 und Produktion könnte halt 13 sein. Das wäre heftig. 230.000 auf einem Öl? Also ist schon krass, oder? Das ist schon heftig. Sieht recht glibberig aus. Habe ich bei Mercedes noch nie gesehen, muss ich sagen. So in dem Zustand. Gucken jetzt nochmal auf der anderen Seite. Hier steht noch was. Ultran, der Hersteller, made in Germany, F30. Hier, da ist ein Datum. Oha. Ja. 13. 5, ja, perfekt. 5, 13. Mai 2013. Ja, dann ist der Getriebeschaden noch nicht mehr fern, das, ne? Ihr müsst euch überlegen, das ist laut Serviceplan. Also das Ding war Checker verpflegt bei Audi. Die haben es nicht für nötig gefunden, mal das Getriebeöl zu wechseln. Wenigstens ein Wechsel, muss ja keine Spülung sein. Aber mal ein Wechsel? Bin ich echt mal gespannt, wie das fährt mit neuem Öl. Meistens hat man da nicht so gute Erfahrung. Weil das Öl hat halt eine ganz andere Viskosität, eine ganz andere Pumpleistung, Volumenströme, bla bla bla. Muss sich das Getriebe erstmal adaptieren, wenn es das überhaupt noch kann. Wenn die Verschleißpunkte von den Kupplungen nicht schon... So viel wie da dranhängen, das war wahrscheinlich die halbe Kupplung. Gott, ey, nee, ey. Jetzt frage ich mich, warum habe ich das nicht vorher gemacht, ne? Hätte ich gleich ein neues Getriebe kaufen können. Na gut, okay, dann machen wir neues Öl rein, neuen Filter. Da ist der Filter. So sehen die Magnete. Sieht doch gleich viel besser aus. Genau. Und hier sehen wir auch Datum 16.22. Schön. Und da auch nochmal abzulesen, 22. Also das ist wirklich das Datum. Naja, okay. Gut. Wieder zusammenbauen. Tschüss. So, alles wieder zusammengebrutzelt hier, neue Ablassschraube und jetzt befüllen wir das gute 8HP mit der Gartenspritze. Wie gehabt, wie immer. Öl ist so grünlich für die Leute, die es interessiert und reinschreiben, dass ich wieder das falsche Öl benutze. Grünlich, schön. Und man soll das Ding schütteln, steht hier. Wegen den Additiven, ne? Die setzen sich am Boden ab. Nee, das würde mich jetzt echt interessieren, wenn jemand das, weiß, dann soll er es mal reinschreiben. Ob wirklich die Additive sich auf den Boden setzen oder was weiß ich, keine Ahnung, irgendwelche Viskositätsstabilisatoren. Naja, hier ist die Befüllbohrung und jetzt ist das Prozedere einfach befüllen, warten bis es rauskommt, einmal starten, alle Gangstufen durchwählen und dann wieder nochmal auffüllen, bis es rauskommt. Wieder auffüllen, bis es rauskommt, ne? Nie gehabt. Aber läuft so schön ruhig, ne? So schön leise. Mega. Wie ein Neuwagen. Das ist heftig, ne? Der Ölkühler ist auch immer noch dicht, weil hier hatte ich ja so ein kleines Problem mit dem O-Ring. Das war hier komplett verdammelt. Wie lange hast du die schon? Knapp 3 Jahre. Haben wir schon den einen oder anderen Wechsel mitgemacht, ne? Ja. Nur die Schläuche härten hier ein bisschen aus. Weil die Weichmacher entzogen werden durch das Öl. Naja, egal. Gut, das ist jetzt auch nicht das Spannendste. Wir sehen uns gleich. Tag 2 neigt sich dem Ende. Wir haben es jetzt
10 Uhr abends, Samstag. Das heißt, ich muss gleich noch in Schnitt für euch das Video für morgen schneiden. Für eine Probefahrt ist es leider ein bisschen zu dunkel draußen. Außerdem fehlt mir der Schlüssel für das Schloss hier. Ihr seht, hier fehlt ein Radbolzen. Das brauche ich auch noch von Nico. Das heißt, im Laufe der nächsten Tage wird es auf Probefahrt gehen. Bin auf jeden Fall gespannt, aber zugleich auch mega happy, dass das Ding jetzt läuft, komplett ist, wieder auf eigenen Beinen steht, der Motor schick aussieht und ja, ich habe hier nochmal ein bisschen drüber gewischt. Ne? Ich dachte, das hat er verdient. Ne? Ja, Getriebeölspülung gemacht. Ich sag schon Spülung, Wechsel. Ich habe jetzt natürlich nur einen normalen Wechsel gemacht, damit kriegt man nur die Hälfte der Flüssigkeit raus, das weiß ich auch. Aber ich dachte, besser als nichts und wir haben ja gesehen, dass der Filter ziemlich voll war. Heißt, das tut dem Getriebe schon mal gut. Ich hoffe, dass das Getriebe jetzt auch gut schalten wird. Weil diese Verunreinigung, diese Verschmutzung und nachweislich der erste Filter noch drin, ob da mal durchgespült wurde ohne Filterwechsel, das weiß ich nicht. Aber ich fürchte mal, dass es auch das erste Öl war. Die Hersteller geben heutzutage leider eine Lebenszeitfüllung an, das heißt, oder Lebensdauerfüllung an. Das heißt aber, dass so ein Auto eigentlich eine Lebensdauer von berechnet 150.000 haben soll. Und alles, was darüber hinausgeht, ist vom Hersteller gar nicht durchkalkuliert. Das heißt, grundsätzlich empfiehlt man natürlich eine Spülung oder mindestens einen Wechsel alle 60.000 Kilometer des Automatikgetriebeöls. So, ich werde jetzt hier hinter mir das Chaos erstmal aufräumen. Außerdem, ich muss noch auf die Batterie warten. Die ist auch noch gar nicht da. Weil die Batterie, die drin ist, die stand jetzt ein Jahr. Und ist dementsprechend tot. Ich glaube, die hat eine Ruhespannung von 3 Volt oder so. Ich habe mir eine neue Warta bestellt, aber irgendwie ist sie noch nicht da. Vielleicht kommt die nächste Woche. Nächsten Donnerstag werden wir schlauer sein, ob das Ding auch ordentlich rollt und fährt. Ich bin gespannt. Aber ich bin auch, wie gesagt, mega happy, wie er jetzt da steht. Ja, ich mach mal die Haube zu. Das erste Mal wieder Haube zu. Seit langem. Ha! Sitzt, wackelt, hat Luft, ne? Ja, lang drauf gewartet, ne? Ich denke, ihr genauso wie ich. Und eins können wir jetzt sicheren Gewissens machen. Hier, das kleine Schild mal raus hier, ne? Arbeit beendet. Obwohl, gut, die Batterie noch und Radbolzen noch rein, ne? Aber das können wir jetzt mal. Das können wir jetzt mal wegschmeißen. Okay, gut. Das soll's mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, ihr seid genauso happy wie ich. Dafür wie immer gerne ein Like, wenn euch das Projekt bis hierhin gefallen hat. Ich habe natürlich vor, wenn jetzt natürlich alles läuft und so weiter und er fährt, noch ein bisschen was an der Optik zu machen. Bisschen hier, bisschen da, aber bleibt erstmal abzuwarten, ob das Getriebe auch ordentlich schaltet. Ich habe da so ein bisschen Muffensausen, ne? Das wäre sehr ärgerlich, das Getriebe jetzt wieder rauszuholen und ein neues wieder rein, aber das wird der Zukunfts-Icon Erfahrung bringen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, wie immer, und einen schönen Start in die Woche. Euer Alkopie. Tschüssi.